Mahlzeit. Ich mache ja die ganze Zeit Gedanken und ich sage jetzt mal Hosen runter. Wenn man sich die Wahlplakate die ganze Zeit anguckt, ich habe jetzt extra Google Bildersuche und alles Mögliche bemüht. Nee, eindeutig will ich es mal wissen. Welche Partei ist eindeutig gegen Corona, gegen diesen Blödsinn? Welche spricht sich eindeutig auch auf ihren Wahlplakaten, ihren Aufrufen eindeutig dagegen aus? Daran kann man wirklich das Beste unterscheiden. Da weiß man dann endlich, ja, da kann man dann das kleinere Übel wählen oder wie auch immer. Aber wir müssen auf jeden Fall was tun. Angesteckt wurde ich heute Morgen nochmal durch diesen schönen Beitrag von J. Jospre. Ich kann gleich sagen, das ist ein Freund. Ich kenne ihn persönlich. Und nur ein Satz, diese Wahl wird sicherlich auch die letzte freie Wahl werden. Das alles durchzulesen, guckt auf dieses Video und lest euch das dann durch. Lohnt sich, wie auch immer. Aber ich weiß, ihr wollt es ja alle kurz haben. Wenn ich mir diesen ganzen Blödsinn alles angucke, Kretschmann, Sätzen, Sechs, das ist doch albern. Das lohnt sich doch nicht. Das sind doch alles irgendwelche sinnlosen Aussagen. Bestärkt wurde ich heute noch von Professor Stefan Homburg. Und das verlinke ich euch auf jeden Fall. Ich werde das mal auch in Telegram versuchen. Darum geht es letzten Endes. Das, was er hier ab Minute 6 ungefähr sagt, darum geht es. Aber ihr werdet es auch gleich am Anfang hören, trotzdem Minute 6 angucken. Das ist es. Und jetzt beim besten Willen, unterscheidet das, was ihr wählen wollt. Wir sind hier alle eine Gemeinschaft. Wir müssen die anderen nicht irgendwie dazu irgendwie bringen, sich noch in ihrem Wahlverhalten umzudrehen. Die sind sowieso anders als wir. Aber Aufruf. Das kleinere Übel, das ist die eine Sache. Und guckt nach, welche Partei ist eindeutig gegen diesen Blödsinn. Und die kann man dann wählen, um auf jeden Fall das Schlimmste zu verhindern. Wir müssen jetzt wirklich alles dafür tun. Denn mit allen anderen Mitteln haben wir ja gesehen, funktioniert es nicht. Na dann, einen schönen Sonntag wünsche ich und wählt was. Und wählt gut. Tschüss.